So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu diesem wunderschönen Simulationsspiel Simpocalypse im postapokalyptischen, welches ich ja so sehr liebe. Ohne Witz, ich liebe postapokalyptisch. I love it, echt. I love it. So, wir sind dabei, gerade noch den globalen Markt mit Autos zu schwemmen. Ne, es ist irgendwie nicht. Wir machen noch ein bisschen mehr, glaube ich, noch. 1000. Machen wir auf 5000, würde ich sagen, wa? Ich glaube, 5000 ist eine super Sache. 33 Tage brauchen wir dafür allerdings noch. Wir haben noch 2 Forschungspunkte. Die können wir investieren. Nee, das wäre zu verschwendete Punkte, würde ich sagen. Können wir investieren, meinetwegen die Straße. Straßenabdeckung mal 6. 1200 Sekunden, ja okay, easy peasy. Krankenhaus können wir noch verbessern. Jo, auf jeden Fall. Auch wichtig. Das wird das Maxen. Und tatsächlich werden wir es wahrscheinlich in diesem Run sogar durchspielen, das Game. Also ich werde versuchen natürlich die komplette... Oh, nice. Die komplette Welt zu unterjochen, ne? Das werden wir machen, indem wir einfach ziemlich viel Geld investieren. Da oben noch. Schauen wir mal, was die dann von uns wollen. So, in Kolonie, zack. Oh, da warst du schon. Militärkolonie, hier hinten ist noch was. Kannst du mal machen. Und hier noch. Und du breitest dich mal weiter aus, damit du das nebenan gleich auch noch mitnimmst. Sehr schön. Gut, wir haben wieder 10 Millionen neue Leute. Ich würde sagen, wir machen nochmal 10 Millionen. Danach brauchen wir wieder neues Eisen. 65 Tage. Ich hab irgendwas gebaut. Was habe ich denn gebaut? Die Fabriken habe ich gebaut. Genau. Das brauche ich unbedingt hier mehr. Zack. Oh, 8,68 Millionen Energie pro Stunde weniger. Oh, oh. In 45 Tagen kann ich das erst bauen. Okay. Ist okay. Und wir brauchen, glaube ich, mehr. Ja, jetzt haben wir jetzt natürlich verbessert durch die Forschung. Krankenhaus, Polizeihaus, Forschungszentrum. Ich könnte... Na, Forschungszentrum brauchen wir gerade nicht. Feuerwehr würde ich ganz gerne noch... Bei Erdbeben gibt es nicht mehr. Polizei würde ich gerne weiterentwickeln. Dum, 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 dum. 11,26 Millionen pro Stunde weniger. 11,45 ist immer mehr. So, jetzt gehen sie langsam in die Sammler rein. Obwohl ich es ausgestellt habe, machen die das trotzdem. Warum? Ich glaube, ich muss das Game komplett neu starten, damit es nicht buggy ist. Aber warum er das hier nicht macht, verstehe ich nicht. Oh. Alles gesammelt. Okay. Ups. Ja. 23 Tage. Ja, das passt schon. Wir gehen mal hier zu unserer Fabrik. Mal gucken. Wir kriegen jetzt 15 Autos pro Stunde. 30 Autos pro Stunde hier. Wie kann das sein? Warum macht das weniger als das hier? Gleiches Level. Aber die Produktivität ist geringer. Ah, ne, jetzt ist es gleich. 101,22, alles klar. Rüstungsfabrik. Packen wir hier rein. Produzieren ein paar Panzer. Damit wir wieder glatt sind. Pläne verwenden, ist super langweilig. Offensiv, offensiv. Oh, wir können das hier ändern. Okay. Ich geh mal hier hin. Jo, mach weg die Dinger. Genau. Machst du ein paar tausend Stück davon. Jetzt bin ich auch bei Wasser minus, ne? Also wir sind jetzt langsam... Ah, okay, sie werden gebaut, alles klar. So. Damit, warum ist unsere Energie so krass hoch? Wegen der Fabrik, ja? Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. So, 10.000 davon, 10.000... Oh. Wir sind bei super wenig Wäldern, aber dafür unglaublich viele genetische Farmen. So, hier auch noch dazu. Ja, wir brauchen neue Regensammler auf jeden Fall. Nochmal Max, okay. Filterstation auf 10.000 hoch, 10.000 Regensammler, 10.000 automatische Pumpen, 20.000. Und dann geht's weiter. Easy peasy, Leute, oder? Kriegen wir hin. Die genetischen Wälder haben wir gemacht. Wir brauchen mehr Energie dafür. Dafür, okay, Wasser brauchen wir jetzt, jo. Erstmal wird das hier noch gemacht, ne? Jo.
Wir haben glücklicherweise genügend Puffer, dass wir das eine Weile lang abfedern können. Das ist okay. So, wir haben gleich wieder Energie plus. Dann fehlt nur noch unser Wasser. Zwei Millionen, eine Million. Und wir sind wieder in einem saftigen Plus. Herrlich. Das lassen wir jetzt mal. So, jetzt kommt das ganze Wasserkrams. Hat er einfach mal 80.000 Regensammler. Warte mal noch mehr. Brauchen natürlich wieder neue Energie. Du willst von mir Eisen haben und du willst Bauplätze haben. Die Bauplätze habe ich jetzt nicht mehr. Eine Million Bauplätze am Arsch. Okay. Hat dann ziemlich viel Bauplätze gekostet. Ich krieg das Ding gar nicht mehr hin. Ich komme nicht mehr auf einen Plus von Wasser. Ups. Okay, wir dürfen das nicht mehr bauen. Nicht mehr die Dinger da unten. Wenn wir hier zu viel Wasserverbrauch haben. Ich hab kein Wasser mehr. Das heißt, ich reiß die mal ganz kurz alle ab. Gehe mehr zum Wasserkraftwerk. Was bringt trotzdem was, ne? Oder wir machen einfach unser Kernkraftwerk etwas effizienter. Auch möglich. Jo. Ein Pünktchen bräuchte man dann vielleicht noch. Problem ist, dass wir gerade eben einfach kein Wasser mehr haben. Solarmodule können wir noch bauen, solange wir freie Plätze haben. So viele freie Plätze haben wir jetzt aber auch nicht mehr. Das bin jetzt auch nicht so viel. wie können wir das hier bauen? Wärmekraftwerk. Scheint ein bisschen was zu bringen. Dafür, dass wir das Holz einsparen. Okay. 20.000 davon. Wasser sieht kritisch aus. Wir machen mal ein paar weniger Kraftwerke, würde ich sagen, oder? Dass wir die ein bisschen zurückstecken. 120.000 Wasser pro Stunde. Ugh. Puh, Leute. Das ist ja böse. Unser Wasser sieht ziemlich erbärmlich aus. Wir haben keine Wasservorräte mehr. Machen wir hier auf Max. Ich brauche ein paar neue Bergbauer-Dinger. Da brauchen wir wieder Energie dafür. Gut, wie machen wir's? Kann ich nicht, weil ich keine Bauplätze mehr habe. Okay, wir wollen also die Karte ganz kurz. Oh nice, du kannst mehr von der Welt als jeder andere. Die Hälfte ist geschafft, obere 4 Kontinente vollständig. Na, ist klar, dann werden wir hier noch kurz alles machen, damit wir mehr Bauplätze kriegen. Exakt, haben wir bekommen. Gentechnische Farm mal ganz kurz. Das heißt, ich brauche wieder Energie. Ist natürlich das Doofe, ne? Ich brauche Energie dafür. Hier brauche ich Holz und Wasser. Ja, das heißt, mit der Energie bin ich jetzt nicht wirklich vorangekommen. Eieieiei. 12 Millionen Minus machen wir noch bei der Energie. Was brauchen? 2 Millionen pro Stunde braucht das. Das heißt, ich muss die Fabriken einfach mal ein bisschen runter switchen. Wir haben einfach zu viel. Ich sage für 50%, was macht er? Er macht. Keine Ahnung. Dann lassen wir mal eine Fabrik nur am Start. Ja, Produktivität ist mies. Gesundheit ist ebenso mies. Warum ist meine Gesundheit so mies? Wenn ich keine Warnung mehr kriege, sehe ich das nicht mehr, ne? Ich habe mich jetzt auf was anderes konzentriert und habe deswegen das leider vergessen. Was brauchen wir noch? Polizisten. Okay, das reicht erstmal. Verzeiht, meine Bürger. Verzeiht. Ihr habt es schon auch schon gesehen. Aber ich leider nicht. Okay, Arztabdeckung ist wieder am Start. Auch wieder am Start. Wir brauchen mehr Wasser. Beziehungsweise wir brauchen die Kraftwerke, die wir eben mal auf. Okay. So, das sieht es einfach überhaupt nicht.
Was zum Geier schluckt hier so viel Wasser? Fabrik ist es nicht. Das auch nicht. 200.000, 250. Das bringt Wasser. Was schluckt denn hier so viel Wasser? Das sind die 2 Millionen von... Nee, 600.000 von hier. Kann auch nicht sein. Also irgendwas, meine lieben Freunde, bringt uns ziemlich minus Wasser. Ja, aber keine Ahnung genau welches. Das Bergwerk. Aber es sind nur 62.000. Jetzt nicht wirklich viel, ne? Das ist nix. Nee, nee, das ist es nicht. Das Kernkraftwerk ist es auch nicht, 120.000. Was haben wir denn für einen Verbrauch? 4,74 Milliarden. Ach so, wegen den Bürgern, ne? Ja, ich remembere. Da war was. Ich hab zu viele Leute. Ich brauche Energie, um das zu machen. Das ist so neu. Die automatischen Pumpen brauchen wir mehr. Eine Million pro Stunde nur minus. Okay. Ich würde sagen, es geht auf nach. Wir haben noch gar nicht fertig. Warum sind wir denn nicht fertig? Dann einmal bitte den Rest hier erkunden. Dim, 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 dim. So, die werden wir uns mal selber freikaufen. Mal ganz fix. Okay, warum mehr automatische Pumpen mal? Können wir die auch besser verbessern? Automatische Pumpen? Können wir nicht verbessern, schade. Wir können die Regensammler verbessern. Ja, wir können hier noch ein bisschen was bauen. Bringt ein bisschen was tatsächlich, weil wir sie auch prozentual verbessern können. Deswegen sind die, glaube ich, echt am besten. Wenn wir hier die 100.000 wegmachen und hierfür nochmal 130.000, brauche ich hier allerdings 10 Bauplätze. Aber ich kann hier im Prinzip dann die manuellen Pumpen reinhauen. Was, wenn ich die jetzt alle lösche? Reiß mal alle ab. Ich brauche hier das Max und hier brauche ich auch Max. 500.000 Stück. Bringt uns das was? Ja, ne? Denke schon. Nur mal probieren. Weil dann ist nämlich der Regensammler deutlich besser. Ihr seid aber im Minus. Ne, da war das schon besser gewesen. Brauchen wir allerdings Energie dafür. 40 Millionen Energie pro Stunde jetzt dazu. Okay, brauchen wir die reißen wir die Hälfte wieder ab, bitte. Ich habe keine Slots mehr zum Bauen. So, kaufen wir die noch frei. Jetzt haben wir ja genug. Sehr schön, kaufen wir das noch frei und dann haben wir den nächsten Container. Mal gucken, was wir dann für ein schönes Upgrade kriegen. Oder was wir uns aussuchen können. Hier ist noch eins. So, dann kann man nämlich gleich mal die... Zack. Lagerplünderung oder Flussbau? Erweitere alle bereits vorhanden und zu alles gefunden. Wasserquellen um 30%. Oha, Alter. Let's go. Das ist sehr praktisch. Gerade für mein geradiges Wasserproblem. Automatische Pumpen, let's go. Okay, sehr schön. Na, da haben wir zumindest das Problem mal wieder gelöst, ne? Easy peasy, Leute. Man muss nur wissen, wie. Ich habe immer noch 6 Millionen untätige Leute. Warum kann ich nichts bauen? Weil ich keine Bauplätze mehr habe. Eieiei, ist das krass. Keine Bauplätze mehr übrig. Ich kann nichts bauen, weil ich wirklich absolut am Maximum bin. Ist ja heftig. Wir haben überall einfach so viele Panzer. Kann ich das wieder Max machen? Yo, easy. Warum habe ich auf einmal so viel Energie? What the fuck? Hatte ich von Event gehabt? Kann das sein?
dass mich das irgendwie beeinflusst hat. Jetzt auf einmal habe ich alles wieder plus. What? Raff ich nicht. Okay, aber ist okay, ist in Ordnung, kann man machen. Gut, Gesundheit ist wieder minus, weil ja so viele Leute untätig sind, ne? Wegen der Moral. Naja, ist okay. Wir gehen jetzt auf nach Südamerika. Militärkolonie. 50%. Bei der kompletten machen wir 25%. Und dann noch den Rest. 100%, alles was übrig ist. Stecken wir hier rein. Wirtschaftskolonie von hier unten. Werden wir mal kurz nach oben gehen. Ein paar Milliarden kriegst du von mir. Nein! Alles gut. Ich kann es im Nachgang auch noch ändern, das finde ich ganz gut. Ich habe kein Geld mehr. Ah ja, apropos Geld. Auto. Wir haben 270.000 Autos. Wir warten jetzt darauf, dass der Preis der Autos wieder steigt. Wir haben einen Forschungspunkt. Sehr gut. Meine Anzeige geht wieder nicht nach oben. 6,62%. Alter, das Auto ist einfach günstig gerade. Jo, geh wieder hoch. Geh wieder runter. Geh wieder runter. Geh weiter runter. Ach, das ist ja ein Niedrigpreis, ey. 5.000 gerade mal. 5.000 Euro für ein Auto. Nächstes Start. Wir sind am 7. Mai 2007. Oh, sehr gut. Ein bisschen noch, ein bisschen höher noch. Ab 35 würde ich nehmen. Sinkt wieder. Ich habe 35 gesehen. Ah, 40.000. Ja, locker. 42.000. Let's go, verkaufen. 6,62 Milliarden Gold. Direkt nach meinem Verkauf. Zack, runter auf 7.000, Alter. Holy shit. Das hat bestimmt was zu bedeuten gehabt. Wir gucken mal, was das Prestige angeht. 70, aber für jedes Jahr, was wir überleben, immer wieder 5 Punkte kriegen. Was sagt das Forschungszentrum? Das Forschungszentrum sagt, ist mir ziemlich egal gerade. Computer. Informationsslot. Ja, das kann man irgendwie auch nochmal machen. So, wir haben auf jeden Fall wahrscheinlich ziemlich viel hoffentlich erkundet. Ah, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das jetzt so viel gewesen ist. Bergbau auf jeden Fall. 59, ne, machen wir auf Max. 304. Zack. 91 Millionen Energie habe ich jetzt. Warum habe ich auf einmal so viel? 92 Millionen. 93 Millionen. Warum wird das mehr? Was, soll ich das verstehen, Alter? Warum wird denn jetzt die ganze Zeit mehr? Nein, nicht verstanden. So, wir haben auf jeden Fall genügend, was war auch zu. Achso, wahrscheinlich wegen dem hier, oder? Nee. Nein, nicht verstanden. Was wieder 50.000 Autos. Oh, nice. Alle verkaufen. Was sagt die Karte? Was sagt meine. Ein bisschen hinzufügen. Ich habe keine Panzer mehr. Sagt meine Wirtschaftskolonie ist für den Arsch. Um automatisch zu expandieren. Ich hoffe, es funktioniert. Bin ich, wenn wir nicht immer weiterklicken müssen, das ist nervig. Auf jeden Fall haben wir jetzt super, super viele Eisen. Seht ihr das? Nice. Okay. Millionen, jo, machen wir hier zuweisen. Anfang irgendwie mehr gerade weniger gewesen. Arzt ist noch okay, Forscher ist super, wunderbar. Diplomatie könnte ich ein bisschen verbessern. Ein bisschen wenig aus mit 30%. Zack. Mal eben kurz auf die 83%. 0 plus 0,83 pro Tag, das ist echt wenig. Muss man dazu sagen, ne? Das ist einfach fast nischt, ist das.
Warum so wenig Diplomatie? Ich glaube, die hassen mich alle, kann das sein? Aber Diplomatie wird auch immer gleich auf jeden Fall rausgehauen. Ups. 4,1 von mir ist so wenig. So günstig. Dann gebe ich kein Geld. Ding, 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 ding. Let's go. Da stellt sie alle. Cool, wieder neue Gebäudeplätze. Max auf dem da. Jetzt haben wir 1438, schon mega gut, oder? Abbaurate 1,5 Millionen pro Stunde. Teilt sich in Stein, 74% Stein, 25% Eisen, 1% Uran. Easy peasy. So, brauchen wir mehr Bevölkerung, oder? Kann das sein? Brauchen wir mehr? Nochmal 20 Millionen neue Leute? Glaube schon. Ich glaube, dass wir gut gebrauchen könnten. Dafür brauchen wir allerdings noch wieder neue Ärzte. Nochmal 2000 neue Krankenhäuser, 300 neue Polizeischulen, 1000 neue Feuerwachen und mal ein paar neue Schulen. Und das ist auf jeden Fall auch noch wichtig, dass wir das noch kurz bauen. Und dann haben wir wieder keine Slots mehr zum Bauen. Ernsthaft. Ich habe keinen Bock, das mal wieder anzuklicken. Let's go. Das erkunden. Das ist einfach geil. Ah, das ist einfach so cool. Einfach alles zack, direkt erkundet. Bauen immer noch die Vorstadt Apartments. Wir können natürlich nochmal prestigen jetzt. Sollte nochmal alles schneller gehen, deutlich schneller gehen. Na, das war alles, was wir hier haben, einfach nochmal verdoppeln. 70 haben wir, 79 haben wir im letzten Mal gehabt. Das wäre irgendwie viel zu doof. Ich glaube, ich werde das einfach durchzocken. Aber ich würde euch das hier interessieren. Der Skill dahinter. Und nochmal alles von vorne zu machen, wäre irgendwie super, super nervig. Ansonsten, ich würde sagen, ich werde einfach mal alles verbessern hier, ne? Wir brauchen mehr Wasser, das heißt, der Regensammler wird verbessert. Wenn ich mal einen Forschungspunkt hätte, merke ich gerade, dass ich gar keinen habe. Nochmal 10.000, stimmt, ich brauche da noch mehr. 15 Millionen untätige Leute. 15 Millionen Leute, ist ja quasi wie in Deutschland, ey. 15 Millionen Arbeitslose. Wo bringe ich die denn alle unter? Was kostet das? Im Prinzip gar nichts, ne? Ich bräuchte aber nur noch die Bauplätze. Puh, meine Güte. Ich hab keinen Bock, die alle zu kaufen. Mach mal selber hier. Hat mir bisher nichts gemacht, ne? Bring die zwar rein, aber wir machen nichts. Kontrollrate 35%. Ja, aber warum hat das vorhin nicht expandiert? Das verstehe ich nicht. Kann ich hier nicht maxen? Geht nicht, ne? Schade. An sich wäre schon cool, wenn ich das einfach maxen könnte, weil dann hat er einfach genug Geld, um alles kaufen zu können. Nur mit genug Kaufkraft? Easy peasy. Militärkolonie? Ah, weiß ich gerade nicht so. Eher weniger. So, 5,87 Millionen. Gucken wir hier mal ganz kurz. Ne, hier die Bauplätze 5,93, 6,11 Millionen. Das heißt, neue Forschungszentren bauen. Arztabdeckung, Polizei, mehr Lehrer. Oh, Feuerwehr fehlt noch. Brauche ich wieder Plätze. Ding, 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 ding. Wir können den Regensauer mal effektiver machen. Und von 1,6 auf 1,9. Naja. Naja. Jetzt nicht so viel, ne? Muss man dazu sagen. So, wir haben 14 Punkte.
Fehlt über leider der Punkt für das Geschwader. 5 Punkte fehlt das. Oder kostet das? Mhm. 200.000 Autos wieder. Wollte ich gerade 1,7 Millionen kriegen. 1,7 Milliarden. Zu wenig. Viel zu wenig. 214.000 Autos. 215.000. Aber leider ein Preis, zu dem ich es nicht verkaufen möchte. Echt miserabel aus. Oh, steigt ein bisschen. Jetzt sinkt es wieder. Ah, steigt wieder. Ah, sinkt wieder. Ah, steigt wieder. Ah, 15.000. Alles so wenig. 16.000. 35.000 würde ich nehmen. Ja, nehme ich. Okay, nehmen wir auch 41.000. Und da wieder gesungen. Okay, weil ich verkaufe wahrscheinlich, ne? Weil ich einfach den Markt überflute damit. Darum. Haben wir genug Forschungszentrum? 5,76 auf 1151E13. Ich glaube, das ist super viel gewesen. Ihr seht, wie die Prozente steigen. Ich habe tatsächlich gar kein Problem mehr mit Eisen. Ich habe echt nur noch Probleme dafür, dass wir einfach keine Plätze haben. Leider nicht viel. Wirtschaftskolonie, let's go. Ich gebe einfach mal einen rein und der soll einfach mal alleine ein bisschen expandieren. Ja, Kontrollrate 10%. Das kostet immer wieder 0,2 Billionen. 10% 0,2 Billionen. Kann ich natürlich hier theoretisch auch machen, ne? Automatisch kaufen hier. Dass wir im Prinzip die ganzen Dinger hier kaufen. Aber selber klingt, habe ich keinen Bock. Dafür habe ich ja die ganzen Militärkolonien, die Wirtschaftskolonien da. Oder Infiltration, wie auch immer ihr es nennen wollt. Wirtschaftskolonien. Oh, genug Kaufkraft hast du, um alles zu kaufen. 12,57. Oh, wieder gekauft. Sehr gut. Das ist unser Geld, was wir noch haben, das rote. Und das blaue ist, wie schnell es vorangeht. Und es sieht eigentlich ganz gut aus. Hier zum Beispiel nicht. Das ist schwieriger. Warum ist das schwieriger? Er zahlt aber trotzdem mega viel. 1%? Oh, das ist aber wirklich teuer. Das ist so ultra teuer. Wahnsinn. Ding, ding. Ich weiß nicht, ob das Prestige jetzt sinnvoll ist. 75. Ein Punkt haben wir noch. Kernkraftwerk können wir theoretisch effizienter machen mit mehr Energie, aber wir haben Energie nur genug. Wir brauchen Wasser. Naja, 0,4 Millionen. Ist okay. Erstens sollen wir nichts brauchen. Bleibt es erstmal so, wie es hier ist. Irgendwie noch mehr in die Forscher reinstecken. Aber wie können wir, sobald wir alles erforscht haben, wirklich verkaufen, ne? Die ganzen Forschungszentren. Ich brauche 600.000 Bauplätze. Ups. Habe ich ja nicht. Aber ihr seht, oh, wo ist es hin? Ist abgehauen. Oder weg. Ich glaube nicht, dass es leer ist, oder? Willst du ein bisschen mehr Geld haben? Oh, 11 Millionen hat er schon gezahlt oder hat er schon. Jetzt ist es abgehauen. Achso, weil es wahrscheinlich die Expedition hatte, war, dass es weiter expandieren soll. Ja, so richtig verstanden habe ich das noch nicht. Gewinnauszahlung. Was ist bei 100%? So, Militärkolonie. 100% automatisch expandieren. Das könnte ich auch machen, ne? Dass wir einfach noch mehr Panzer machen. Panzer jeder. Können noch mehr Panzer machen, oder? Ich meine, Eisen haben wir echt kein Problem damit. Aber Uran kostet sogar auch noch. Das ist alles Uran?
Militärische Expansion. Ja, ne, es wird wahrscheinlich ein paar Tage dauern. Ein paar mehr machen. Und ihr seht, die Erfahrung geht trotzdem weiter höher, ne? Also die sammeln weiterhin trotzdem Erfahrung, ist mega gut. Bis nächsten Level ab, bis nächstes Level brauchen wir noch ein bisschen was. Genau, machen wir einfach. Oh, jetzt haben wir Gold wieder bekommen, das heißt, es ist fertig mit der Expansion. Auch nicht geil. Hier. Ist weg. Also, manchmal verstehe ich das echt nicht. I don't know. Verstehe ich nicht. Militärkolonie. 100% expandieren. So, wir haben nämlich super viele Panzer, die wir hier mitnehmen, ne? Expandieren. Und schauen wir mal. Dann bin ich gleich den dritten Kontinent erforscht. Den dritten von 7. Die anderen drei werden auch easy peasy werden, hoffe ich. Na, mal gucken. So, wofür haben wir 600.000 gebraucht? Im Forschungszentrum, ja, stimmt. Da war da was. 2 Punkte haben wir jetzt, die wir in Forschung investieren können. Wärmekraftwerk, Kernkraftwerk, Regensammler. Mehr wegen hier noch. 50% mehr. Das können wir machen. Weil ich habe jetzt allerdings keinen Forschungspunkt mehr. Das ist ärgerlich. Aber das ist das, was wir nächstes machen werden. Stimmt, wir haben dafür 50 Millionen Leute gebaut. Der Kost und es wird von 10.000 auf 2.222 werden. Also wir haben von 100 auf 450, das heißt 4,5-fach so viel. Das ist gut. Dann bekommen wir wieder neue Leute, neues Zeug bauen dann. 32 Tage. Ganz verstehen tue ich das nicht mit dem Geld. Was hier? Ein bisschen was hinzufügen, wir haben nichts mehr, ne? Kontrollrate 6%, 7%. Naja, let's go. Sehr schön. Du, meine Freunde, würde ich sagen. Part ist vorbei gleich. Wir werden kurz nutzen, denke ich, das Forschungszentrum. Aber warum 50 Millionen Gesamtzahl der Bürger? Wir sollten aufhören, wegzusterben. Die sterben mir weg. Warum sterben die mir weg? Da. 50 Millionen haben wir nicht. Können wir noch ganz kurz hier von ein paar bauen. Damit wir halt über die 50 hinauskommen. Damit wir safe sind. Und dann bauen wir das einfach mal. Let's go. Dauert jetzt ein bisschen. Wir sehen uns nächste Folge wieder von Zimpocalypse. Bis dahin, alle. Ciao, ciao.